das ist unsere Antwort auf die Hybrid-Diskussion. Ich bin der Meinung, dass das der wahre Hybrid ist, der differenzierte Hybrid, nicht das Laden von verschiedenen Elementen in ein großes Package mit allen Kompromissen. Das ist das Auto für Haushalte, die natürlich mehr als ein Auto sowieso haben, aber die dann die Wahl haben, entweder wirklich das kompromisslose kleine Auto zu nehmen oder das große als Reisewagen oder zu repräsentieren. Und deshalb ist das für mich die wahre Hybridlösung. Hybrid ist natürlich nicht nur zu sehen als Emission, als der Verbrauch an Luft, sondern auch der Verbrauch an Raum. Auch das würde ich gerne in die Hybrid-Diskussion mit einbeziehen. Und wenn ich in ein großes Auto nur eine lokale, niedrige Emission erzeuge, dann habe ich immer noch den großen Raumbedarf. Und damit ist es eigentlich keine echte Lösung unseres Problems der Dichte des Verkehrs in den Metropolitan, in den Städten. Und deshalb haben wir die differenzierte Lösung. Hier das Kleine, dort das Große.